Konnichiwa Anime und Game Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Gravity Rush 2 und ja, wir machen jetzt mal eine Nebenmission. Die ist direkt hier, wo ich im letzten Part aufgehört habe. Und der guckt so komisch. Vergesslicher Leibwächter, ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal, was der von uns möchte. Es nützt nichts. Was nützt nichts? So ein Bauunternehmer versucht mich von hier wegzudrängen. Seine Schläge umstellen meinen Laden und verjagen die Kundschaft. Das ist ja furchtbar. Kann ich helfen? Mit ein paar Schlägern werde ich fertig. Nett von dir, aber ich kann keine Schlägerei vor dem Laden gebrauchen. Der Bauunternehmen bekäme ja seinen Willen, wenn mein Geschäft darunter leiden würde. Okay, dann muss ich nur den direkten Kampf vermeiden. Ich kann sie mit irgendwas bewerfen. Das ist eine tolle Idee. Die anderen Pächter und ich bringen dir ein paar Kisten aufs Dach, die du benutzen kannst. Wenn du einen von diesen Schlägern siehst, dann zeig sie ihm. Ich sage Bescheid, wenn ich einen davon sehe. So. Ich lese manchmal Wörter, die da nicht stehen. Also, oh mein Gott. Alles klar, ich warte dann auf dem Dach. Also sollen wir jetzt einfach wahllos mit Gegenständen auf Leuten schmeißen vom Dach aus? Was unlogisch ist, weil in Wirklichkeit würde man sterben, wenn man getroffen wird von einer fetten Kiste. Aber okay, Cat ist brutal. Ich bin's. Auf dem Dach müssten Kisten sein, die du benutzen kannst. Verpass diesen Kerl damit eins, bevor sie sich dem Laden nähern. Aber bleib vom Platz weg, wenn du runterkommst, sehen die Leute dich. Und rechnen das vielleicht mir und dem Laden negativ an. Ich muss jetzt also, ja, aufpassen, dass dem Laden irgendwie keine negative, also dass nichts negativ auffällt. In Ordnung, ich bleibe außer Sicht und werde diesen Schläger mit den Kisten ausschalten. Da kommen sie! Ach du heilige Scheiße. Die Schläger, aus dem Weg! Oh, gewalttätig und böse. Da kommen sie schon, diese Möchtegern. Das sind also die besagten Typen. Ja, du musst mir helfen, sie loszuwerden. Wachdienst. Greife Objekte mit Stasisfeldern. Okay, wenn mein Ruf auf Null sinkt, ist es gescheitert. Okay. Okay. Kommen jetzt wahrscheinlich noch mehr. Das ist die Frage von wo. Okay, die kommen jetzt von da. Ja. Muss ich jetzt hier warten, oder? Oh, es kommen einige mehr. Toll. Treffen nicht mal richtig. So, jetzt. Treff! Okay, den haben wir auch. Kriege ich hier genug Kisten oder ist das gleich alles weg? Scheiße, ist gleich alles weg. Ach du Scheiße. Ich muss gleich darüber, glaube ich. Wegen neue Kisten. Ich sehe gerade nicht. Toll. Treff doch mal, Kate. Scheiße! Ich hab nichts mehr! Fuck! Oh Gott, ich bin auf dem Boden. Ja, okay, ich darf nicht runterkommen. Scheiße! Ah, so ein Mist. Ich bin, ja. Nun weiß ich ja, was ich zu tun habe jetzt. Das darf ich ja wohl, oder? Direkt auf die... Toll. So funktioniert das nicht. Noch 7. Oh!
Okay, die haben wir auch. Oh Gott. Die sind weg vom Fenster. Nein, die werden nicht so leicht aufgeben. Die kommen garantiert mit Verstärkung wieder. Ich stell dir noch ein paar Kisten bereit, du wirst sie brauchen. Na, na toll. Also geht es in die zweite Runde. Okay, dann wird es jetzt wahrscheinlich schwieriger und dann kommen die von allen Seiten. Ja, wir werden sie erledigen. Ich gebe mir Mühe. Von wo denn? Achtung, sie kommen. Von wo denn? Oh, die rennen jetzt. Ach, du Heilige. Natürlich rennen sie jetzt. Und jetzt? Ich muss jetzt warten. Gleich kommen noch mehr. Die Straße auf der Seite des Ladens. Oh. Von der Ecke ist nicht so cool. Wow, wie viele. Ich hab's unter Kontrolle noch. Jetzt habe ich nichts mehr unter Kontrolle, jetzt habe ich nichts mehr. Okay. Scheiße. Wartet auf mich. Ja, weg da. Oha. Oha. Okay, das sind sehr viele. Scheiße. Ich gebe mir Mühe! Oh, fuck. Diesmal erledige ich sie ein für alle Mal. Geben sie denn nie auf? Ich habe den Nachschub aufs Dach gestellt. Vorsicht, die ziehen jetzt alle Register. Oh, Gott. Sie kommt zurück. Das müsste der letzte Kampf sein. Okay, jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwieriger. Oh, was ist das denn? Dein Ernst? So ein Erzarbeiter? Warum? Das ist so ein Gravitationsanzug. Die werden nicht so leicht aufgeben. Hey, diese Anzüge sind für die Minenarbeit und nicht für den Kampf. Ja. Gauner in Gravity-Anzügen können viel einstecken. Boah, was? Erreichen Sie den Laden? Ist die Mission fehlgeschlagen? Dein Ernst? Alter. Wie assi ist das denn jetzt bitte? Ja, warte. Ich gebe mir gerade Mühe. Ach, verpiss dich mal jetzt. Komm, noch mehr. Oh, wo kommen die denn? Wieder von da, doch von da, okay. Oh, das sind mehr. Viel mehr. Da kommen auch noch welche. Scheiße, viel zu viele! Ich müsste meine Ulti machen können, aber... Okay. Ich kann nichts machen! Nein! Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen! Scheiße!
Komm her mal. Nein! Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Das... Oh, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die andere Attacke machen. Ich wollte die andere Attacke machen. Ja. Ich wollte das hier machen. So ein Dreck. Der liegt immer noch. LOL! Alter, was ist denn mit dir? Hä? Warum? Das ist jetzt... Ich habe jetzt verkackt, oder? Alter! Geil. Ich hab's zu früh eingesetzt. Scheiße. Ja, was soll ich denn machen? Ich komm hier nicht hinterher gerade. Oh Mann, ey. Ja, ich geb doch mir Mühe, warte doch mal. Der nervt. Oh Mann, ich krieg hier kaum. Krieg hier kaum die Sachen. Scheiße, ey. So, da kommen noch mehr, Alter. Alter! Ich muss mich gerade voll konzentrieren, damit ich die loswerde, diese Schweinehunde. Oh, meine Tasche schon wieder nicht. Schon wieder ist leer. Oh, wie viele noch? Kommt schon, Leute, es reicht doch. Habe ich schon wieder nichts. Es wäre cool, wenn du mir noch ein paar Kisten gibst. Wirklich. Weil so wird das nichts. Alter, wie viele? Du verpiss dich. Noch drei, ja. Ich habe langsam keine Kisten mehr, weißt du schon, oder? Oh Gott. Reicht es jetzt? Nur noch einer? Wo? Nein, ich hab's. Oh Gott. Alter! Das ist ein bisschen nervenaufreibend, so kopfüber die ganze Zeit. Geschafft, der Laden ist sicher. Dank dir bin ich weiterhin im Geschäft. Vielen herzlichen Dank. Hey, was war denn das hier für ein Tumult? Wer hat diese Kisten geworfen? Du hast mir meine Kundschaft verjagt. Wenn ich rausfinde, dass du dahinter steckst. Nein, ich war's nicht. Meine Dame, das ist sicherlich ein Missverständnis. Das ist kein Missverständnis. Du bist nur eine Schlägerin. Ja, wir sind aber keine Schlägerin. Also, wir haben doch gar nichts gemacht. Wir haben doch geholfen, ganz lieb und so.
Okay. Na gut, das war ja jetzt lustig. Ich mache mir Sorgen um Lisa, ich gehe lieber zu ihr. Okay, dann machen wir das im nächsten Part. Ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und bis dann.